Welcome to the world of Pokémon. My name is Professor Oak. But everyone calls me the Pokémon Professor. Before we go any further, I'd like to tell you a few things you should know about this world. This world is widely inhabited by creatures known as Pokémon. We humans live alongside Pokémon as friends. At times we play together and at other times we work together. Some people use their Pokémon to battle and develop closer bonds with them. Now, why don't you tell me a little bit about yourself? Ja, ich habe schicke Haare. Aber bevor wir hier weitermachen, erstmal hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, in einem neuen, wunderbaren Let's Play. Und zwar spielen wir Pokémon Revolution. Ja, und ich werde jetzt ab jetzt auch versuchen, die Texte auf Deutsch zu übersetzen. Mal gucken, ob ich das hinkriege, mein Englisch ein bisschen auffrischen. Ja, wir spielen jetzt Pokémon Revolution. Endlich mal ein Pokémon-Spiel auf diesem Kanal. Ich habe es ja schon mal angefangen mit Feuerrot, aber das war nicht so der Burner. Wir machen uns eine Super Saiyajin Blue Frisur, würde ich sagen. Was ist das? Achso, meine Hautfarbe. Ja gut, dann nehmen wir so. So eine schnieke Jacke und die Augen. Alter, jetzt drehe ich auch nicht die ganze Zeit. Machen wir grün. So, ich würde sagen... Ach, wir können auch... Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. So, nein, das war so. Ach, da ist die Haarfarbe. Wir nehmen dieses Blau. Ja, Pokémon Revolution ist ein sehr großes Pokémon-Spiel, sagen wir es so. Es ist noch in der Beta-Phase, so wie ich weiß. Ja, vorerst können wir nur die Kanto- und Johto-Region besuchen und dort alle Arena-Kämpfe bestreiten. Und im Gegensatz zu den Editionen ist es ein bisschen schwerer gehalten. Und des Weiteren ist es auch online, also es laufen mehrere Personen umher, die spielen können. Aber wir lesen jetzt, glaube ich, erstmal weiter. Viele unterschiedliche Erfahrungen wirst du auf deiner warten auf dich auf deiner Reise. Träume, Abenteuer. Los geht's in die Welt der Pokémon. Ja, wir sind da. Wo sind wir denn? Origin Forest, where trainers start and their Pokémon Adventure. Achso. And end their Pokémon Adventure. Okay, also. Der Origin-Wald. Hier starten Trainer ihre Reise und beenden diese. Okay, ich dachte, wir starten in Alabastia. Ja, also ein bisschen was weiß ich schon über das Spiel. Ich habe einige Let's Plays gesehen und ein Kumpel hat es bei mir gespielt. Der war schon etwas weiter und daher weiß ich, dass das Spiel arschschwer ist, ja. Also, ein Pokémon braucht ziemlich viele Erfahrungspunkte im Gegensatz zu den normalen Editionen. Wo man so bei, ich sag mal, auf Level 50 vielleicht 10.000 Erfahrungspunkte liegt, wenn man gut ist. Ja, die brauchte mein Kumpel schon auf Level 30, ja, 100-fach so viel. Oder 10-mal so viel, 20-mal so viel, so sehr viel brauchte der auf jeden Fall. Und ja, wir können hier alle Pokémon fangen. Wir sehen, hier unten haben wir unsere PvP. Ja, wir können Trainer herausfordern natürlich. Hier haben wir unseren Rucksack, schön sortiert nach Items, das ist da unten ein Kostüm, ne? Und unser Pokédex, den wir noch nicht haben. Ja, unser Trainerpass. Wir spielen schon 5 Minuten, ja, ich sitze schon ein bisschen länger dran. Und zwar, ja, war ich, wenn man sich einloggt, es gibt 2 Server. Ich war in der Warteschlange Nummer 600, schieß mich tot. Und als ich den Server beitreten konnte, meinte er mir zu sagen, ja, der Name ist nicht registriert oder beziehungsweise falsch geschrieben. Ja,
dann konnte ich die, ich hatte anstatt einer 0 ein O in meinem Namen stehen und konnte dann nochmal die Warteschlange von vorne beginnen und sitze jetzt schon eine gefühlte Stunde, glaube ich, hier, nur damit ich eingeloggt bin. Ja, das ist bei diesem Spiel anscheinend ein kleines Problem. Naja, wir gucken uns erstmal die Karte an, ja? Also wir sehen hier schon, wir haben hier Kanto und Johto. Ja, hier unten haben wir eine Region, die ich nicht kenne, undefiniert. Vielleicht eine zukünftige Region. Ja, wer weiß, was das ist. Das hier könnten die Eilande sein von Kanto. Ich bin mir aber nicht sicher. Obwohl, es sind sieben. Das könnten die sieben Eilande von Kanto sein. Hier haben wir... keine Ahnung, welche Region. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind das Pokémon Ranger Region. Ob es die hier gibt oder vielleicht Mystery Dungeon Region. Nee, die könnte es ja nicht sein. Also keine Ahnung. Hier würde ich jetzt mal von ausgehen, dass das die Einal-Region darstellen soll. Also aus Schwarz und Weiß. Ja, hier oben die Eisenbahnstadt. Ja, ich muss mich auch ein bisschen bewegen, sonst wird man irgendwie disconnected. Ja, hier hätten wir Stratos City. Ja, so stelle ich mir das gerade vor. Hier haben wir also nichts mehr. Ja, gehen wir mal. Hier haben wir wieder einen kleinen Kontinent, der mir nichts sagt. Ist mir unbekannt. Aber diese Region kennen wir natürlich. Oh, ich kenne sie auf jeden Fall. Es ist die Sinnoh-Region mit der Eiseninsel, Vollmond- und Neumondinsel sogar. Und... was ist das hier? Okay, den Pfad kenne ich nicht. Ich überlege gerade. Doch, da ist die Pokémon-Liga. Okay. Ja, dann haben wir hier wieder... könnte vielleicht Kalos werden. Möglicherweise. Und hier unten haben wir die Höhenregion. Mit Himmelturm sogar, sehe ich gerade. Was haben wir hier? Okay, hier können wir... okay, das werden wir später wohl rausfinden, was wir da tun können. Und hier zentrieren wir die Map wieder. Und laut Karte sind wir in Pallet Town. Ist Pallet Town Alabastia? Gehe ich mal von aus. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, was uns hier jetzt so erwarten könnte. Laufen können wir anscheinend nicht. Aber wir sollten uns mal richtig umgucken. Boah, da steht ein Rio. Alter, wer bist du? Was ein wundervoller Platz. Findest du nicht? Gib mir dein Pokémon. Dieses Pokémon sieht sehr stark und fröhlich aus. Eine Berge. Okay, ich glaube, ich bin hier nicht der Einzige, der kein Pokémon hat. Aber wir gucken uns erstmal alles in Ruhe an. Ja, was könnten wir... zur Folgenlänge. Eine Folge wird ungefähr um die 20 Minuten gehen. Ich glaube, das reicht bei diesem Spiel. Wenn natürlich was Interessantes passiert, machen wir ein paar Minuten plus. Das ist ja kein Problem. Ja, was haben wir noch? Folgen kommen hoffentlich täglich. Ich werde versuchen, am Wochenende genug für eine Woche aufzunehmen, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie wir das packen. Ich nehme jetzt erstmal ein, zwei Stündchen auf. Wieso steht hier Rocco? Hey du! Mein Name ist Rocco und ich bin der Arenaleiter von Marmoria City. Wie kannst du hier rumlaufen, ohne ein Pokémon bei dir zu haben? Ich glaube, Professor Eich kann dir helfen. Geh und spreche mit ihm. Vielleicht wirst du eines Tages ein Herausforderer für mich sein. Ha! Ganz sicher, Rocco. Hey, how did a kid get this far? Hey, oh Gott, jetzt ist mein Englisch schon überfordert. Ich bin nicht gerade der Beste in Englisch. Was war far? Weit entfernt. Weit, weit weg. Ein Kind von weit weg? Kannst du mir deinen Namen verraten? Ah, Dragonfighter 94. Du bist ins Nachbarhaus meines Labors gezogen. Ich hörte von deiner Mutter, dass du bereit bist, ein Pokémon-Trainer zu werden. Komm in mein Labor und hol dir dein erstes Pokémon. Besser findest du zuerst deine Mutter. Sie ist südlich von hier. Bis später, Dragonfighter 94. Oh, er ist wegteleportiert. Das ist ein fucking Magier. Naja, wir gucken dann erstmal,
The Greeting Nightbird, der komische Nachbar. Hallo, Darling. Willkommen in meinem Humble House. Oh Gott. Hier ist etwas Wichtiges für dich. Du holst dein erstes Pokémon. And be the very best. Und werde der beste Trainer aller Zeiten. So, irgendwas sagt sie, glaube ich. I sing the song when something like that. Ich glaube, diesen Song mag sie. Alter! Anyway, you should go and get your first Pokémon. Besser du gehst und holst dir dein erstes Pokémon von Professor Eich. Lebe wohl, Kind. Ich will allein sein mit meinen Katzen. Oh, Katzen. Das ist die Katzenlady von den Simpsons. Ich hau ab. Angriff der Killerkatzen. Alter, was ist das für ein Name? S90-1411. I love you. Geradox. Oh, ein kleines Pokémon. Nonon. Ey, du heißt Geradox und nicht Nonon. Ja, leider ist das Spiel nur auf Englisch erhältlich. Vielleicht ändert sich das... Was ist das? Ja. Miu, miu. I must be seeing things. Ich muss Dinge sehen. Besser gehe ich zurück zu Mom. Da war gerade ein fucking Mew. Wieso war da ein Mew? What the fuck? Da kämpft Siegfried gegen Trainer Rot. Wo warst du, Dragonfighter? Ich habe mir Sorgen gemacht. Bleib am besten hier stehen. Okay, Mom. Guck, ein Pokémon-Kampf. Das ist ein Pokémon-Kampf. Sieh zu, lerne und spiele. Ich weiß nicht, was sie da tun. Aber der Fakt ist, dass du ein Pokémon-Trainer werden wirst. Und hart kämpfen wirst, wie diese zwei. Und wer weiß, vielleicht wirst du besser als sie. Warte. Das könnte heißen, du könntest dich selbst verletzen. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Du bist doch mein kleines Baby. Aber Mom, ich kann ein Pokémon besitzen. So sagt es... Das Gesetz? Keine Ahnung. So in dem Dreh. Also kann ich auch schon selber auf mich aufpassen. Ich übersetze das jetzt bloß so grob ungefähr. Also nicht in hundertprozentigen Wortlaut. Manchmal bist du echt zu smart. Oh. Ja, du bist zu gut, einfach so. Trainer 1. Zeig es ihm, Glurak X. Nutze... Outrage, Wutanfall? Das könnte Trainer Rot sein und Siegfried, Alter. Trainer 2. Dragoran. Konnte es mit Dracometeor. Das ist zu gefährlich. Wir gehen... nach Hause. Jetzt, gleich. Aber Mom. Nichts aber. Jetzt. Ich höre mich nicht an wie eine Frau. Boah, da liegen Pokébälle. Die will ich haben. I'm not sure what it... Das sind nicht meine, ich sollte... Oh, eine Handelbank. Ich gehe erstmal trainieren. I'm not... ich habe keine Zeit damit zu spielen. Ich muss mich für meinen Pokémon-Abenteuer vorbereiten. Ganz ehrlich, die erste Folge, wir haben noch kein Pokémon. Was haben wir denn... Achso, hier können wir Skins kaufen, ja. Und auf den können wir dann reiten. Ja, auch auf Magikarp können wir reiten. XP Boost, Medaillon. Eine Axt? Ich weiß nicht, vielleicht werden wir das irgendwann mal ausprobieren, aber ich bin eigentlich so relativ gegen Ingame-Käufe. Also, vielleicht irgendwann mal. Mal gucken. Aber erstmal wollen wir natürlich jetzt unser eigenes Pokémon bekommen. Die Frage ist... Ah, die Musik. Ich muss erst zu Professor Eich. Okay, hier kommen wir nicht hinterher gerannt. Lindsay! Brrr! So kalt! Das Rivalenhaus. Aha. Jacksons Mom.
Hallo du! Hast du meinen Sohn gesehen? Er holt sich gerade ein Pokémon für sein Abenteuer. So wie du. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich ihn wirklich sehr vermisse. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Was haben wir hier? Ein Lapras? Können wir nicht ansprechen. Und hier? Das dürfte doch dann Professor Eichs Labor sein. Okay. Alter, schon wieder du. Wollen wir zusammenreisen? Oder auch Prof. Oak? Oh, richtig. Ich habe gesagt, du sollst zu mir kommen. Warte kurz. Hier sind drei Pokémon. Alle in ihren Pokébällen. Aktuell habe ich vier von diesen. Aber das letzte ist ein wildes, frisch gefangenes. Du kannst es haben. Aber erst solltest du dich entscheiden, ob die Pokémon auf dem Tisch nicht doch gut genug für dich sind. Als ich jung war, war ich ein seriöser Pokémon-Trainer, ein anerkannter Pokémon-Trainer. In meinen alten Jahren habe ich nur noch diese vier Pokémon übrig, aber du kannst eins davon haben. Wähle eins aus. Okay, willst du das Gras-Pokémon Bisasam? Nein. Willst du das Feuer-Pokémon Glumanda? Das wäre schon eher für uns ein... Ja, ich weiß nicht, ein Pokémon, das wir nutzen könnten. Ist mir lieber als Bisasam. Natürlich wäre auch Shiggy nicht schlecht. Da hätten wir gleich ein starkes Wasser-Pokémon in unserem Team. Womit wir auch Surfer meistern würden. Aber mich interessiert dieses Pokémon da oben, das vierte. Überleg es dir nochmal genau. Dieses vierte Pokémon. Was könnte es sein? Was ist das? Oh, da ist ein Pokémon drinne. Möchtest du das Elektro-Pokémon Pikachu? Ja, die Frage ist, kommen wir mit Pikachu sonderlich weit? Also es dürfte nicht so schwer sein wie in der gelben Edition, die ich auch gerade auf dem Nintendo 3DS durchgespielt habe, auf der Virtual-Konsole. Denn Pikachu lernte ja schon bessere Attacken und zum Notfall könnte man Eisenschweif oder sonstiges beibringen. Es ist eine schwere Entscheidung, welches Pokémon wir für den Rest unserer Reise mitnehmen. Und naja, da wir auch keine Nuzlocke-Challenge oder so machen, ist es eigentlich relativ... Und ich glaube, man kann auch die anderen Starter fangen. Wobei wir Pikachu im Britannia Forest fangen könnten. Ganz ehrlich, ich entscheide mich für meinen Lieblings-Pokémon, Glumanda. Siehst du dieses Pokémon? Sprech mit ihm. Und es wird dir antworten. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Ah. Okay, ich habe es. Ah, eine sehr gute Wahl hast du da getroffen. Ich habe noch eine Frage an dich. Du müsstest etwas für mich tun. Auf dem Tisch dort liegt meine beste Erfindung, der Pokédex. Er sammelt automatisch Daten von allen Pokémon, die du siehst und gefangen hast. Eine Art Hightech-Lexikon. Versuche, die Seiten des Pokédex auszufüllen. Das ist mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich kann es nicht tun. Daher bitte ich dich, erfülle diesen Wunsch für mich. Geh hinaus in die Welt, werde ein großartiger Pokémon-Trainer und schreibe Geschichte. Du erhältst den Pokédex, Alter. Wir haben den Pokédex und begeben uns jetzt raus in die weite Welt. Ich sollte vielleicht mit Mutter sprechen, bevor ich die Stadt verlasse. Besser rede ich mit ihr, bevor ich gehe. Er läuft von alleine, also wir können das nicht ignorieren, so wie es aussieht. Gut, jetzt können wir wieder laufen. Ah, du hast also mit Professor Eich gesprochen. Worüber hat denn Professor Eich mit dir gesprochen? Das hört sich schlecht an. Ich verstehe, dass die Aufgabe extrem ist für dich. Aber du musst deinen eigenen Weg finden und gehen von zu Hause. Ich weiß nicht, ob das da steht, aber ich sag's jetzt einfach.
We may not, please take care. Ich werde dir nicht im Weg stehen und lasse dich ziehen, aber bitte achte auf dich selbst und pass auf dich auf. Es ist wie die Zeit, als sein Vater uns verließ. Ich habe das gleiche Bild im Kopf. Ach, was will ich? Ja, ja, komm. Ich werde erwachsen. Ja, Kinder werden... Boah, ich hasse es. Kleiner Moment. So, es geht weiter. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder... 5 Minuten telefoniert und erstmal wieder reinkommen. Denk daran, dass ich dich liebe und ich werde immer hier sein, wenn du nach Hause kommst, um dich zu unterstützen. Yeah, wir sind sie los. Oh, denk an die Items. Jetzt darf ich die also nehmen, ja? Okay, dann nehmen wir diese auch mal. Was haben wir denn hier? 5 Pokebälle. Super. Und 5 Tränke. Die können wir gebrauchen. Hier können wir nichts. Eine GameCube. Wow, wir sind richtig stylisch. Play Smash Brothers. Damn it. Swallowed by Kirby Cuckoo. Rage Quit. Oh. Okay. Ist auf jeden Fall lustig gemacht. Ja, wir müssen jetzt in diese Richtung nach unten. Ein Evoli. Da läuft ein Evoli. Ein Eevee. Bleib hier, Eevee. You come across Pokémon that is naturally trotting around and appears so lonely. Es fühlt sich alleine. Pokémon. Ah, ich habe aus dem TV gelernt, dass Pokémon ihren eigenen Namen sagen. Also muss das hier ein Eevee sein. It looks like it came here astray from the wild. Es sieht so aus, als kommt es aus der Wildnis und sucht einen Trainer. Eines Tages werde ich alle Pokémon fangen. Okay. Ich werde dieses Evoli in meinem Pokéball fangen, oder was er denn? What are you thinking, Kiddo? Was denkst du dir, Kiddo? Dieses Pokémon gehört bereits mir. Es ist Diebstahl. Es ist Abgarten. Nee. And it's so to me to think how my Pokémon to fall. Weiß ich auch nicht, aber es ist eine Schande, ein Pokémon in deine unerfahrenen, inkompetenten Hände zu geben. Sorry. Aber dieses Pokémon sah so allein aus und ich dachte, es hat keinen Trainer. Sichere dein Verstand. Ich habe diese Lektüre bei meiner Mutter und Professor Eich, dass du mit deinen Pokémon harmonierst. Und sie nicht von unseren isolierst. Hä? Okay, ich weiß nicht, was er sagt. Also soweit ich es übersetzen kann, übersetze ich, aber... Er hat mich beiseite geschubst. Was bist denn du für ein Striche? Boah, Kampf gegen Jackson! Evoli Level 3. Los, Glumanda, unser erster Trainerkampf steht an. Ja, den werden wir natürlich... Mit Gravur, Bravurmeister, Kratzerattacke, los! Zeig's diesem kleinen Idioten. Nochmal Scratch. Komm schon. Okay, der Typ ist also kein Problem für uns. Fuß! Der Typ ist doch ein Problem. Der hat uns fast... Der hat uns, der macht uns... Ich trage noch eine Beere. Alter, der mit 2 Attacken hat er uns fast gekillt. Wir machen jetzt schon die 4. Puh, Evoli wurde besiegt. 73, grown up to level 6. Ich habe den Kampf gewonnen. Du Noob. Oh, was ist dieses Pokémon? Ich habe dieses Pokémon zwar unter meiner Kontrolle, aber es ist so schlecht unterlevelt. Ah, wie talentiert der Trainer auch sein mag.
Wenn sein Pokémon nichts kann, ist das alles nutzlos. Das ist genau das, warum ich nicht freundlich sein kann zu meinem Pokémon. Je freundlicher ich bin, desto untrainierter werden sie. Du wirst das realisieren. Es ist der harte Weg, das selbst zu lernen. Ich kann ein Pokémon nicht disziplinieren. Stark zu werden mit dieser Trainerphilosophie. Bla bla bla. Ja, ja. Okay. Jackson runs off. Ich kann mich doch bei Mutter heilen, oder? Nein, droppt ihr Pokémon Look. Remember. Also ist jetzt ja, sie hat's geheilt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt auf eine Reise mit einem ungewissen Ende.